Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Sky Factory 2 und ja, in diesem Part kümmern wir uns weiter um unsere Erze. Irgendwie leckt es da gerade busy. Aber das wird schon. Jo, was wollte ich eigentlich machen? Ich habe hier busy noch gestanden, bis hier alles so fertig war, damit wir das Zeug richtig schön abernten können. Irgendwie komme ich heute nicht mit meiner Maus zurecht. Das ist noch zu schnell. So, jetzt passt's wieder. Naja, irgendwie habe ich da ein bisschen was umgestellt. Bla bla bla. Und ja. Oh. Das mit den Steam-Mitteilungen haben wir auch noch nie in den Let's Play. Naja, aber egal. Dann farmen wir uns nochmal 6 weitere von diesen Tin-Essenzen. Um dann Busy Tin zu machen. Los, Tin, wachse. Geht recht schnell. Und somit können wir bald unsere erste Maschine bauen mit den Autonomous Activator. Richtig flott sogar, aber jo, es hat ein bisschen gedauert. Aber diese Zeit muss man ja investieren können. Jetzt gucke ich auf mein Handy, dass ich so weiß, wie lange der Part dauern wird. Das heißt, diese Folge wird so um die 15 Minuten dauern, wie geplant. Und ja, da musste ich gerade was Wichtiges zurückschreiben. Da ist wegen der Gamescom was Wichtiges ist mit einem Kumpel, dass ich ihn Autogramme mitbringe. Er möchte unbedingt welche. Das heißt, mal wieder anstehen ohne Ende. Und ja, unsere Rüssi verliert auch schon ein bisschen an Schaden. Ah, jetzt. Kohle haben wir dann auch später recht viel. Und Obsidian kommen wir auch ein bisschen was ran. Aber jetzt einfach mal richtig schön die Pflänzeleinchen gießen. Wir haben 11 von diesen Kohleessenzen schon. Das heißt, Kohleproblem haben wir nicht. Und die wachsen auch recht schnell. Los, meine Pflanzen wachsen. Ich stelle mich am besten hier hin, denn so bin ich einer der besten Gärtner. Und habe diese drei Pflanzen perfekt unter Kontrolle. Und wir brauchen noch 3 Essenzen und dann haben wir, glaube ich, 2 Tinerz. Das können wir nochmal masteraten mit so einer kleinen Maschine, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, aber es gibt da eine, die wo ohne Strom funktioniert. Und ja, haben wir insgesamt 4 Tin. Und wenn wir 4 von den Erzen bekommen, können wir uns die Maschine bauen. Und das wäre natürlich schon perfekt. Dam, dam, dam. Los, meine Kohlepflanzen, wachst. Wieder eins. Ach ja, der Andi. Könnt ihr mal auf seinen Kanal vorbeischauen, Anboi. Macht eher so Omsi-Videos, falls sich jemand für Bus-Simulatoren und so interessiert. Kann man ja mal vorbeischauen. Ist nur zu empfehlen. Es ist ein guter Kollege von mir. Kenne ich von der Schule her. Und ja. Jeder, wo mal Zeit und Lust hat, beim Vorbeischauen einfach. Anboi. Jo, und wir haben schon 30 Level. Das heißt, ich habe mir noch einen Slot gegönnt. Einfach um mehr Inventar tragen zu können. Und diese Pflanze hier ist die wichtigste. Licht Level 11. Ah, das heißt, die bräuchte ein bisschen höheres Lichtlevel. Nur wo habe ich eine Charcoal? Ah, hier. Viel besser, dann muss ich mir nicht gleich noch Fackeln machen.
Ich glaube, jetzt müsste alles perfekt sein. Naja, nicht Level 12. Aber jetzt müsste diese Pflanze schneller wachsen. Wobei ich die Obsidian-Pflanze abbauen kann und wieder neu anpflanzen kann. Und wir brauchen noch zwei von diesen Tinnessenzen. Zwei Stück noch und dann ist es soweit. Dann haben wir mehr Tin als durch das 7. Natürlich müssen wir später die 7-Maschine auflaufen lassen. Lass sie dann eine Zeit lang durchlaufen einfach. Damit einfach ein paar Erze generiert werden. Und jo. Eine Tinpflanze brauchen wir noch. Los. Und mit diesen Laberteilen hinter mir. Ja. Den kann man auch einen schönen Generator mit Laber bauen. Den man mit einem Cobble-Generator verbindet. Aber ja, vielleicht baue ich das mal als Energiequelle, wenn ich Zeit und Lust habe. Aber ja, jetzt gucken wir mal. Perfekt, 4x Tin-Ore. Besser als erwartet. So. Dann Kohle, bekommen wir 12 Kohle. Das ist auch eine ordentliche Zahl. Plus, wie heißt dieses Item? Irgendwas von diesen Ex-Nilo-Items, glaube ich, war's. Aber nur was? Nicht der Sieb? Nein, auch keine Barrel. Gucken wir einfach mal nach. Grindstone, ah. Mit Quarz und dem Buddenbier. Dieses Teil versuchen wir jetzt einfach mal zu craften. Ich glaube, das war das. So, das Buddenbier haben wir. Irgendwo müssten wir auch Nether Quarz haben. Nether Quarz, wo bist du? Der Nether Quartz ist in diesem Fall besser. Da Zerps Quartz für uns gerade noch recht teuer ist. Gut, das war der Mob Grinder. Und dann nur noch Colored Stone oder Cobblestone. Jo, und das wären vielleicht 5 oder 6 Cobblestone. Und bald müssen wir das gar nicht mehr machen, denn das macht bald ein schöner Autonomous Activator für uns. Ich fahre gleich mal ein bisschen mehr Kobel ab, dass man auf jeden Fall sicher genügend hat. Und kommt in die Mitte noch irgendetwas? Jetzt haben wir unten kommt Cobblestone, oben normaler. Ich glaube, das war naja, einfach mal rein damit. Und man sieht, wir haben schon eine richtig schöne Base. Währenddessen kann ich dort unten gleich mal diesen Creeper töten. Der hätte uns nämlich gefährlich werden können, dieser Creeper. Deswegen einfach mal draufhalten. Und weg sind sie. Ja, auch schön in die Menge der Mobs reinhalten. Und wir bekommen Hüte ohne Ende.
natürlich auch Skelettköpfe und so Zeug. Gewisse Items will man einfach gar nicht. Wann bekommt ihr aber wie hier die Strings, das Rotten Flash? Einfach mal den Crap weg und den Rest oben einsortieren. Das ist wiederum der Nachteil bei der Nacht. Aber jetzt haben wir schon mal unsere ganzen Sachen durch. Das einzige, was ich mal mitnehme, ist dieses Magical Crops Zeugs, kann ich auch mit hinein tun. Brauchen wir ja momentan nicht. Dreimal Stein. Jetzt haben wir diesen Quartz Grindstone. So, jetzt brauchen wir natürlich noch so etwas dafür. Den stellen wir uns derweil hier hin. Und von welchem Mod ist der? Ah, okay. Ah, hier. Okay, einfach aus. Schön Stickies. Dann müsste ich hier ein paar hingetan haben oder da. Jo, 7 Stück. Die reichen völlig. Und jetzt einfach hier kurbeln. Jo, normalerweise sollte der funktionieren. Testen wir das eben nochmal. Hier oben die Kurbel ran. Hier 3 Stück rein. Jetzt glaube ich funktioniert er. Dann einfach hier schön durchkurbeln. Es funktioniert, Leute. Wir bekommen unseren Autonomous Activator in dieser Folge. Und das durch Magical Crops. Wir haben jetzt durch diese 9 Essenzen insgesamt dann 8 Tin generiert. Und das ist schon eine ganze Menge. Denn genau so viele brauchen wir für den Autonomous Activator. Poison und so. Alles, was man nicht braucht. Jo. Jetzt müssen wir das nur mit den Solarpanels noch gut machen. Das heißt, wir bräuchten ein Käbelchen. Ich mal, wie teuer das ist. Nehmen wir mal das hier. Okay. Plastik. Okay. Das ist ganz schön viel Arbeit. Währenddessen können wir nochmal wegen den Autonomous Activator dann nachgucken. Aber bevor wir das machen, nehmen wir uns erstmal unser Eisen, denn das brauchen wir. Dann brauchen wir Kabel für den Pisten. Ich glaube, 4 Stück müssten perfekt reichen, wenn ich den 4. endlich mal bekommen würde. Okay, perfekt. Dann machen wir gleich mal
2 von diesen Tingier. Hier haben wir unsere schöne Maschine dann. Das haben wir uns schon gemacht. Eine Chest haben wir auch sehr schnell da. Ach, da pflanzen wir extra noch mal ein kleines Bäumeleinchen an. Desto schneller funktioniert die Sache. Nur ich möchte nicht überall aus den Knochen Baumil machen. Deswegen, jo. Schnell noch mal danach suchen. Und perfekt. Rein damit. Eine schnelle Chest daraus machen. Und den Pisten. Mit Iron. Das brauchen wir dann. Und natürlich haben wir eben Redstone bekommen. Eigentlich richtig perfekt. Und wir haben unsere erste Maschine. Den Autonomous Activator. Leider ist er falsch platziert. Ihnen ist nichts passiert. Das ist sehr wichtig. Wir müssen jetzt einfach ihn nur noch richtig platzieren. So. Jetzt müssen wir uns einige tolle Hämmerchen machen. Am besten aus Kobbel, den wir nochmal abbauen müssen. Genau wie die Solarpanel, die müssen wir auch nochmal abbauen. Das könnte sonst gefährlich werden. Und wir setzen eins hier hin und das andere Solarpanel daneben. Und eigentlich sollte er jetzt Energie bekommen. Jo. Und er bekommt Energie. Das ist perfekt. Jetzt bräuchte unsere tolle Maschine nur noch ein paar Hammer. Electric Steel auch so. Was es alles nicht für Items gibt. Und hier einfach noch ein paar Stickies draus machen, damit wir in die Maschine mal 3 Iron Hammer reinlegen können. Baut der gerade ab? Muss ich mal nachgucken. Jo. Er arbeitet. Hätte ich jetzt fast vergessen. Eine Chest hinten dran. Und so bekommen wir jetzt Gravel. Jo. Diese Kiste können wir noch mit zur Verschönerung hier hochstellen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei diesem lehrreichen Part von Apple. Ich möchte immer Agrarian Sky sagen. Und diesen lehrreichen Part Sky Factory 2. Jetzt leuchten wir nur noch hier drüben wie sie aus und wir bekommen eigentlich Gravel. Müssen wir nochmal nachgucken. Das passt. Jetzt müsste es hinten in die Kiste. Nein. Nicht in die. Das war nicht die Kiste. Er soll es einfach schön in die Kiste reinlegen. Einfach in die Kiste. Bloß er legt es noch nicht in die Kiste rein. Das ist das, was mich ein bisschen bedrückt. Aber naja, das war's von dem Part, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.